Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder aufgrund der schnellen Weiterverbreitung des gefährlichen Coronavirus am 16. März den Katastrophenfall ausgerufen und kurz darauf Ausgangsbeschränkungen erlassen, die nun nochmal bis einschließlich 19. April verlängert wurden. Aus meiner Sicht ist das nicht nur richtig, sondern vielmehr notwendig. Denn die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat oberste Priorität. Deshalb tauschen wir uns im Landratsamt Coburg seit Wochen tagtäglich rund um die Uhr mit den verschiedensten Stellen vom Gesundheitsamt, dem Regiomed Klinikum, dem Vorsitzenden des Hausarztvereins hier in der Region, über Vertreter der Wirtschaft, der Politik bis hin zu den Rettungsdiensten und der Polizei und mit vielen, vielen mehr aus. Je nach Situation und Lage werden erforderliche Sachverständige hinzugezogen. Gemeinsam machen wir uns Gedanken, welche Maßnahmen wir zu Ihrem und zu unser aller Schutz ergreifen sollten. Um die Welle der steigenden Infektionen zu unterbrechen und die Weiterverbreitung des Virus einzudämmen, ist unsere einzige Chance die Umsetzung der Maßnahmen, die die Staatsregierung mit den Ausgangsbeschränkungen getroffen hat. Und das bedeutet konkret: Bleiben Sie bitte daheim. Beschränken Sie Ihre persönlichen und sozialen Kontakte wirklich auf ein Minimum. Halten Sie den Mindestabstand von etwa 2 Metern zu anderen ein. Wenn Sie Symptome wie Fieber oder Atemnot bemerken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Hausarzt. Ganz wichtig aber, bitte telefonisch. Ihr Hausarzt erklärt Ihnen dann, wie Sie weiter verfahren sollen. Und gehen Sie wirklich nur aus dem Haus, wenn es unbedingt notwendig ist, um sich beispielsweise mit Lebensmitteln zu versorgen oder Besorgungen in der Apotheke zu machen. Die Städte und Gemeinden im Coburger Land haben mit Hilfe vieler Ehrenamtlicher auch tolle Unterstützungsangebote für diejenigen, die jetzt Hilfe benötigen, weil sie beispielsweise zu den Risikopatienten gehören, älter sind und/oder Vorerkrankungen haben, zusammengestellt. Für sie ist der Virus besonders gefährlich. Greifen Sie deshalb bitte auf die Angebote zurück. Ein Anruf in der Gemeinde oder Stadt genügt. Mir ist bewusst, dass diese Maßnahmen für viele, gerade für die Geschäftstreibenden und Unternehmer, einschneidend sind, für Verunsicherung, ja sogar Existenzangst sorgen. Die Frage, wie wir nach der gesundheitlichen Krise nicht in eine wirtschaftliche geraten, treibt mich ständig um. Ministerpräsident Markus Söder hat zugesagt, alles zu tun, was notwendig ist, um die bayerische Wirtschaft zu stützen. Unsere Wirtschaftsförderung im Landkreis Coburg berät zu den verschiedenen Unterstützungsangeboten, hat auf unserer Website landkreis-coburg.de eine tolle Übersicht für Unternehmer, Geschäftstreibende und auch Arbeitnehmer zusammengestellt. Welche Unterstützung gibt es? Wie und wo beantragt man diese? Nehmen Sie dieses Angebot an, denn ich kann mich den Worten des Ministerpräsidenten und auch unseres Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger nur anschließen. Wir lassen niemanden im Stich. Ich merke bereits jetzt, das Coburger Land hält zusammen. Die Bürgerinnen und Bürger unterstützen sich gegenseitig. Alle ziehen an einem Strang. Von den Mitarbeitern im Landratsamt und der Stadt Coburg, im Gesundheitsamt, im Regiomedverbund und den Kliniken, Pflegeheimen, bei der Polizei, dem THW und den verschiedenen Rettungsdiensten, den Wirtschafts- und Geschäftstreibenden, Ärzten, Pflegern, Kindererziehern und Lehrern bis hin zu jedem Einzelnen, der unsere tägliche Versorgung in den verschiedensten Bereichen sicherstellt oder ganz einfach nur zu Hause bleibt. Erwähnen möchte ich hier auch explizit die vielen Ehrenamtlichen, die sich jetzt um andere Mitmenschen kümmern. Und genau dieser Zusammenhalt, dieses Miteinander ist es, was mir Mut macht und mich immer wieder aufs Neue motiviert. Dafür kann ich gar nicht genug herzlich Dankeschön sagen. Auf diesen Zusammenhalt und jeden Einzelnen, der ihn lebt, bin ich einfach nur unglaublich stolz und jeder Einzelne kann es auch für sich selbst sein. Lassen Sie uns das beibehalten, lassen Sie uns Abstand zueinander, aber trotzdem zusammenhalten. Gemeinsam bekommen wir das hin. Herzlichen Dank.